der Differenzfilter. Mit dem Differenzfilter können wir die Bandbreite der Ziehungen bzw. der Kombinationen ermitteln bzw. festlegen. Hierzu wähle ich ab der letzten Ziehung aufwärts alle, bis alle Zahlen einmal gezogen wurden. Dann berechne ich die Differenz neu, sortiere absteigend nach der Anzahlspalte und wähle diesen ersten Bereich aus. Die Differenz ist praktisch die Bandbreite, sprich die sechste Zahl minus der ersten Zahl. Angenommen, wir haben hier die 6 und die erste Zahl ist eine 1, dann haben wir eine Bandbreite von 5, also 6 minus 1. Während, wenn wir jetzt hier die 46 minus die 3, hätte diese Kombination eine Bandbreite von 43. Und diese Eigenschaften der Kombinationen oder Ziehungen können wir einstellen und dementsprechend filtern. So, ein neues Projekt habe ich erstellt. Ich wende diese Einstellung an auf das Projektfenster. Ich kann die auch auf das gezogene Zahlenfenster anwenden und dann sehe ich natürlich, wie häufig diese Einstellung von einer Differenz mit 32, wie häufig das getroffen hätte bzw. eingetreten ist in der Vergangenheit. So, hiervon erstelle ich ein Skript und schaue mir mal an, wie das Ganze aussieht, wenn es dynamisch abläuft. Dazu rufe ich das Simulationsfenster auf, wähle gezogene Zahlen, sage aktiviere ab der letzten Ziehung nach oben, bis alle Zahlen einmal gezogen wurden, füge die Skriptzeile ein, dann wähle ich hier das Projektfenster, erstelle ein neues Projekt. Dann wähle ich den Differenzfilter aus, wähle neu berechnen. Nachdem die Differenz neu berechnet ist, sortiere ich absteigend nach der Anzahlspalte. Nachdem die Daten sortiert sind, sind die größten Werte oben. Und ich kann ab der Zeile 1 eine gewisse Anzahl von Zeilen, in dem Fall eine, aktivieren. Nachdem die entsprechenden Zeilen oder Zeile aktiviert ist, wende ich diese Einstellung auf das Projektfenster an. Jetzt sind im Projektfenster die Zahlen gefiltert und ich kann mit dem Befehl aus dem Projektfenster die deaktivierten oder gefilterten Zahlen entfernen. So, ich lasse das Skript laufen. Im Filter selbst können wir uns anschauen, wie sich die Werte ändern im Laufe der Zeit. Wir sehen hier ein Ratio von 54, das heißt 17 Cent sind durch 5er erzielt worden und 20 Cent durch 3er. Hier können wir die Entwicklung vom Ratio sehen, ob das steigt oder fällt oder wenn wir uns das Ganze anschauen. Über eine halbe Million Kombinationen kommen bei diesem Filtervorgang heraus.
hier sehen wir eine Differenz von 33 ist ja am häufigsten, beziehungsweise 5-mal bis zu diesem Zeitpunkt vorgekommen oder vorhanden in unseren aktivierten Samstagziehungen. So, jetzt sind wir beim Durchschnitt, knapp über dem Durchschnitt, was das Ratio angeht. Im Simulationsfenster können wir halt, wie gesagt, diese dynamischen Skripte erstellen. Sie sehen, hier ist jetzt nicht mehr die 33, wie vorhin als häufigste Differenz, sondern das hat jetzt gewechselt. Jetzt ist es die 32 und dementsprechend können Sie hier nach anderen Kriterien sortieren bzw. die entsprechenden Zeilen auswählen, zum Beispiel nach Prozent, indem Sie einen gewissen Prozentsatz angeben der zu aktivierenden Differenzen. So, wir haben hier ein Ratio von 0,28, das ist Durchschnitt, also das ist nicht gut, das ist nicht schlecht, das ist Standard. Und wie Sie aus dieser halben Million, über eine halbe Million Kombinationen, wie Sie diese weiter reduzieren, habe ich an anderer Stelle gezeigt, durch die Zufallsgeneratoren oder durch Deaktivieren jeder x-ten Kombination. Die Befehle sind ja im Projektfenster vorhanden. Aktiviere jede x-te Kombination. Schau mal, ob ich die finde. Aktiviere jede. So, jetzt würde das so aussehen. Ich zeige das jetzt hier mal. Ich wähle das Projektfenster aus. Und du erstmal alle Kombinationen deaktivieren. Alle deaktivieren. Füge die Skriptzeile am Ende ein hier. So, jetzt sind die alle deaktiviert. Jetzt kann ich jede zweite aktivieren. So, ich hätte auch gleich jede zweite deaktivieren können. Nur so kann ich entscheiden, ob ich die geraden Zeilen will oder die ungeraden Zeilen halt im Projektfenster. Wenn ich nämlich sage, aktiviere jede zweite, dann aktiviert er diese. Wenn ich sage, deaktiviere jede zweite, dann aktiviert er diese, diese, diese und so weiter. So, ich führe den Befehl mal aus. So, natürlich aktivieren. Vorher haben wir ja alles deaktiviert. Sie sehen, das ist der Befehl. So, und jetzt haben wir alle deaktivieren. Jetzt füge ich diesen Befehl ein. Jetzt haben wir nur noch die Hälfte der Kombinationen im Projektfenster vorhanden. Jetzt kann ich diesen Befehl hier auswählen mit der rechten Maustaste und kann den hier unten nochmal einfügen, damit hier die deaktivierten entfernt werden. Und schon habe ich eine Möglichkeit, die Anzahl der Kombinationen im Projektfenster zu halbieren. Ein weiterer Befehl wäre jetzt zum Beispiel noch hier unten mehrfach vorhandene, von mir aus 5er deaktivieren. Das heißt, den Befehl füge ich jetzt hier ein. Und auch jetzt muss ich dann hier am Schluss dementsprechend die
der aktivierten Kombinationen löschen. So, und ich lasse das Skript mal laufen. Dann schauen wir uns mal die Anzahl der Kombinationen an, die übrig bleiben. Sie sehen, es sind nur noch 15.000. Und das Ratio geht hier sogar in den Plusbereich, kurzfristig. Ich halte es jetzt mal an, drücke mal auf Pause und wenn der Simulator am Ende ist, schauen wir uns das Ergebnis nochmal an. So, der Simulator ist durch. Wir sehen hier ein Ratio von 0,29. Das heißt, es ist ganz, ganz leicht überdurchschnittlich. Ich könnte jetzt hier noch weitere Befehle einfügen, um die entsprechende Anzahl von Kombinationen zu reduzieren. Aber um den Differenzfilter zu demonstrieren, langt das Gezeigte. Ja, das war der Differenzfilter.